Hi, ich bin der Günther, ich aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von New Super Mario Bros. Wii. Wir sind in der Bergwelt, wo wir letztes Mal aufgehört haben und machen da jetzt mal weiter. Ich bin mal gespannt, ob die Aufnahme klappt, weil eigentlich sind aller guten Dinge drei. Die letzten drei Aufnahmen sind schon schief gegangen. Da darf heute jetzt mal wieder was klappen. Also, ich sehe schon, ganz lustiges Level haben wir hier zum Anfang. Habe ich gleich wieder Bock drauf. Genau das wollte ich machen. Und ich hätte nichts dagegen, wenn ich hier mal ein Item bekommen würde. Danke. Und was ist das für eine Starcoin? Die ist irgendwie ein bisschen sehr geschenkt, oder nicht? Naja. So, wir holen uns die Blue Coins. Easy. Jetzt nochmal kurz zurückgucken. Nicht, dass wir irgendwo an was Wichtigem dran vorbeigerannt sind. Ihr seht übrigens, die Keks haben wir. Kann sein, dass wir die zum ersten Mal in diesem Run sehen. Deswegen, die rennen einem behindert hinterher. Und nerven dabei enorm. So. Ah, wir haben irgendwo gerade anscheinend die fünfte Frucht eingesammelt, oder? Dass ich es bemerkt habe beim P-Switch. Perfekt. So, diese Wagen werden auch von den Viechern beeinflusst. Also ein bisschen aufpassen, wenn die zu weit geneigt werden, dann fallen sie auch einfach weg. Und dass hier was ist, merkt man. Mach mal die Tür zu. Dass hier was ist, sieht man an den Coins. Und dadurch, dass man Yoshi braucht, um hier hinzukommen, ist es wirklich geschenkt. Weil entweder Propellerpilz oder Yoshi braucht man, um hinzukommen. Und beides schenkt einem so ziemlich diese Starcoin. So. Scheiße. Ich will nicht sagen, dass diese eine Lücke da oben in der Decke easy verdächtig aussah, aber ich kann mir vorstellen, wo die letzte Starcoin ist. Aber mit Yoshi wird es anscheinend schwer, hier hinzukommen, wo definitiv nicht die letzte Starcoin ist. Wir haben alle. Ich muss jetzt nur gucken, wie ich das mit dem dritten Video, was schiefgegangen ist, in Folge mache. Weil das an sich ein gutes Video war, aber die Audio klingt scheiße. Deswegen kann sein, dass ich das trotzdem so hochlade. Gut, es ist natürlich trotzdem nicht. Ah, im Moment läuft's echt nicht, was sowas angeht bei mir. Also, es gehen so viele Aufnahmen in den Arsch. Wir sind inzwischen beim Tower angekommen. Und auch wenn man es vielleicht ein bisschen denken kann mit der Kanone da hinten, die Kanone gehört nicht zum Tower. Anders als in Welt 4. Und ich denke, worauf der Tower basiert, ist auch relativ offensichtlich. Ich werde das Item da drüben gar nicht abchecken. Was ist? In dem Level wäre mir ein Propellerpilz lieber gewesen. Halt die Schnauze, wenn du nur Trash-Talken willst. Also, da drüben sieht man schon relativ offensichtlich. Wow, da ist sehr sinnvolles Zeug dabei. Dreh dich nächstes Mal bitte auch um. Nee, hier ist eine Starcoin. Das war relativ close, aber wir haben's hinbekommen. Hier am besten einfach ein bisschen Tempo. Ich meine, ja, das ist in dem Level irgendwie immer gut. Und da haben wir
Und jetzt kommt das Scheißteil von oben. So, aber einfach ein bisschen Geduld in dem Level. Und dann die Passagen nicht zu scheiße performen, wie ich gerade zum Beispiel. Dann passt das. Los, schneller. Meine Eisbälle bringen so viel. Hier hätte ich noch ein zweiter gehen können, aber ich lasse es mal. So, relativ eindeutig, die Röhren schießen einen weiter. Ah, hier muss man jetzt auch noch ein Timing das haben. Timing. Wow, dein Ernst. Timing. Hier kann man am Rand stehen. Das ist ein bisschen close, aber gegen die Wand die Starcoin jetzt wirklich gar keine Challenge. Die war gefühlt einfacher als der normale Weg. Ich meine, jetzt nicht ganz, aber und warum ist hier noch ein Block? Ich verstehe den zweiten Block nicht. Ich bezweifle, dass es irgendwas ist, für das es sich lohnt, also. Ach stimmt, das Battlefield hier ist tatsächlich eine Herausforderung, sag ich mal. Ja, scheiße, gerade weil der Typ so schnell ist. Da ist es halt an sich schon sinnvoll, hier zu chillen. Machen wir es schnell, damit wir hier nicht ewig so rummachen. Das kann vom Kampffeld her tatsächlich recht knifflig sein. Man muss halt das mit dem Timing von den Dingern an der Seite gut hinbekommen. So, und jetzt geht's in den meiner Meinung nach schlechteren Teil der Welt. So, und im nächsten und übernächsten Level dürfte es jeweils ein Secret Exit geben. Halt die Fresse, Toad. Wir machen weiter. Der Toad juckt mich kein bisschen. So, hier seht ihr schon die Röhre da rechts, die oben beim Castle rauskommt. Das ist natürlich ein Secret Exit. Und es gibt hier einen der wohl beliebtesten Gegner der Reihe. Damit will ich sagen, gibt es irgendjemanden, der dieses Scheißviech mag? Ich glaube nicht. So, man kann ihn wegdönern, aber der kommt recht schnell wieder. Also da ist es. Ich hab mir echt eingebildet. Hier habe ich nicht gehittet. Wow, wie hat der Feuerball den bitte nicht getroffen? Und jetzt steigt das Wasser. Jetzt wird's ganz lustig. Und ich krieg keine Feuerblume. Oh, das Timing war aber godlike. Und hier haben wir eine Feuerblume, mit der wir mit einem guten Schuss von hier das Ding nochmal ein bisschen aus dem Weg räumen können. Ja, okay, das ist nicht so lohnenswert. Ich glaube, irgendwann ist man eine Ranke in irgendeinem Teil drin. Nerv mich und lass dich hitten. Danke. Es braucht mir zu lang, bis das Teil mal krepiert. Ich warte mal kurz hier. Das Ding wird gleich zurückkommen wahrscheinlich. Oder ich gehe mal hier hoch.
Perfekt. Ich bild mir halt wirklich ein, irgendwann ist in so einem Ding was. Ich weiß gerade gar nicht, ob der Secret Exit oder der oder eine Starcoin, aber dass irgendwann da was ist, bin ich mir recht sicher. Und jetzt kommen Propellerblöcke ins Spiel. Und ich rechne gerade sehr stark damit, dass es hier war. Deswegen checken wir die Blöcke mal ab. Oder hier ist ein unsichtbarer Block. Das ist auch möglich. Ey, man kann sich eigentlich logisch gesehen nichts, was in diesem Spiel abgeht, vorstellen. Aber hier war safe was. Erzählt mir nichts. Ja, aber warum finde ich dann keinen? Ja, wo ist die? Hier ist ein Secret. Ich bin mir so sicher. Allein über das Level, glaube ich, danach ziemlich direkt rum ist. Hä? Und jetzt wird noch die Zeit knapp. What the fuck? Ich mache jetzt mal hier ein bisschen Tempo. Aber das war da. Erzählt mir nicht. Ich versteh's gerade nicht. Da war zu 100% ein unsichtbarer Block. Aber wo ist der? Wo ist der Block? What the fuck? Ich gehe jetzt ins normale Ziel rein, aber... reizt gerade nicht. Ich muss das, glaube ich, nachgucken. Ich muss das nachgucken. Ich verstehe es nicht. Mario Time. Ach, ich würde in einem Speedrun Welt 6 nie betreten. So, also, ich google jetzt mal kurz. 6, 5. Wo ist das Secret Exit? Also, hier ist ein Video darüber. Ich verstehe halt gerade. Ich bin mir 100% sicher, dass der Secret Exit da in der Ecke ist. So, hier ist er jetzt an der Stelle im Video. Alles klar, weil ich da nicht 27 Mal hingesprungen bin. What the fuck, Spiel? Ey, überraschenderweise ist es genau an der Stelle, wo ich gerade 27 Mal rumgesprungen bin. Ja, wo ich 27 Mal rumgesprungen bin, wie gesagt. Ich war die Hälfte der Zeit nicht mal mit dem Propellerblock da. Ich bin da mit und ohne Propellerblock die ganze Zeit gegengedönert. Aber das Spiel hatte anscheinend keinen Bock. Ah, jetzt geht's. Okay, danke. Ich verstehe zwar nicht, warum das nicht aktiviert wurde, als ich vorhin die ganze Zeit unten da rumgesprungen bin, aber muss das Spiel wissen, I guess? Ich wollte den eigentlich nicht aktivieren. Ach, der fliegt gar nicht los.
Wow. So, dann haben wir den Secret Exit. Warum das beim ersten Mal nicht geklappt hat, ist mir wirklich ein Rätsel, aber zumindest haben wir es jetzt. Und der Secret Exit führt einen zum Castle hoch. Nicht sonderlich viel, was man damit auslässt. Aber vielleicht eines der nervigsten Level im Spiel, was man damit auslässt. 6-6, richtig Bock. Das Level ist wirklich Trash. Und auch hier gibt es einen Secret Exit. So, was macht dieses Level so dreckig? Bewegungssteuerung mit Licht. Das ist es doch, was man will. Dann noch am besten Trampolin mitschleppen, weil why not? Also in dem Level kombiniert man viele Elemente, die scheiße sind. Ich habe überlegt, ob ich sage Elemente, die Spieler nicht mögen, aber die Elemente, die hier vorkommen, sind einfach scheiße. Ich habe nicht überlegt, ob ich den Poblock jetzt benutzen soll, weil ich hätte das ohne Item geschafft. Ich hätte das mit Trampolin geschafft. Und halt so, wie ich es gemacht habe. Okay, ich habe es mit Trampolin gemacht. Ich überlege gerade auch, kann man hier irgendwo rein in die Röhre? Ich habe keine Ahnung. Das Level ist mies. Ich bin mir aber sehr sicher, dass ich einen Stern irgendwo verpasst habe. Zumindest habe ich im Kopf, dass es einen gab irgendwo hier. So, Checkpoint. Ich bilde mir ein, mich an die zweite Starcoin zu erinnern. Die dritte könnte beim Secret Exit sein. Jetzt haben wir zwei Trampoline. Nice. Und es kommen die Gegner ins Spiel. Perfekt. Die haben mir noch gefehlt. Und die zweite Starcoin war nicht ganz, wie ich sie im Kopf hatte, aber schaffen tun wir das trotzdem easy. Wir haben halt auch zwei Trampoline. So, hier aktivieren wir einen blauen Schalter. Wow, eine Coin haben wir nicht bekommen. Da oben ist die dritte Starcoin, habe ich gesehen. Warum ist die zweite als letztes runtergekommen? So, damit haben wir die Starcoins. Jetzt nehme ich mir eine Kiste. Eine Kiste, ich hab keine Kisten ab. Why not? Ja, jetzt geht das Ding da hoch. Und jetzt habe ich das Risiko, hier zu krepieren. Also, hier ist die Röhre, die zum Secret Exit führen müsste. Aber ganz ungefährlich ist dieser Raum nicht, habe ich zumindest im Kopf. Da sind einige von den Scheißviechern. Ich verstehe immer noch nicht gerade, warum ich bei der einen Stelle getroffen wurde. Wie zur Hölle kann man überhaupt die Nummer 3 und 4 da triggern ohne die Nummer 2? Es ergibt keinen Sinn. Aber naja, das ist dann der Secret Exit. Da in einem Block war ein Trampolin drin, glaube ich. Aber scheiß drauf, weil Leben bringen uns tatsächlich nichts. Ich glaube aber, es ist für einige nachvollziehbar, was ich an dem Level scheiße finde. Das Level, das fasst es eigentlich zusammen. So, aber wir haben den Secret Exit und müssen den Scheiß jetzt nochmal durchrennen, aber ohne Starcoins, ohne sowas. Dementsprechend wird schon, ich überlege, ob ich überhaupt das Floß nehme oder einfach vorne wegschwimmen.
So, ich meine, ist halt ohne Licht ein bisschen mies und ich will auf jeden Fall nicht ohne eine Feuerblume. Los. So, ich habe eine Feuerblume. Wir sind nicht schnell, aber wir sind schneller als das Kloß. Okay, beim Checkpoint sind wir. Hier gehe ich jetzt lieber langsam vor. Ja, es ist schon was anderes ohne Floß in dem Level. Das war close. Ah, scheiße, jetzt. Ja, jetzt werde ich sterben. Ohne Feuerblume schafft man das nicht. Geschafft! Wie habe ich das hier noch geschafft? What the fuck? Als ob ich nicht mehr gehittet wurde. To be fair, wenn die Feuerbälle nicht auf der Wasseroberfläche sofort verschwinden würden, dann hätte ich auf die Schnauze bekommen. Und das ist tatsächlich, da ist kein Level mehr auf diesem kilometerlangen Weg. Das heißt, wir sind bereits nach 2 Leveln nach dem Tower beim Castle. Ich gehe lieber ohne Item in so einen Fight rein. Das macht's spannender. So, Kugelwilli habe ich als eines der nervigsten in Erinnerung von denen. Und ich denke, man erkennt warum. Ich meine, es ist machbar, aber so ein bisschen Bullet Hell, aber ziemlich easy. So, 3 Pilze haben wir bekommen. Einen nehme ich mir dann wahrscheinlich auch einfach mal. Und damit sind wir auch beim Finale von Welt 6 angelangt. Perfekt. Passt gut in den Part rein. So, ah, das war das Castle. Das ist ganz interessant. Gib mir eine Eisblume, sonst kriegst du eine Schelle. Ich bleib heute ganz sachlich. Verpisst euch alle, sonst zünde ich euch an mit Eis. Ah, close, fast gesniped. Ja, okay, hier warte ich lieber. Wo ist die erste Starcoin? Ich würde schätzen, hier oben. Das macht's recht simpel. Dann rennen wir drüber. Und jetzt kommen so Stachelkugeln, die natürlich von der Neigung beeinflusst werden, die hier abgeht. Ja, ich denke, wenn wir hier einfach warten, bis es nach oben geneigt ist, dann klappt das ganz gut. So, hier sind jetzt 2 von den Dingern. Und wir sind beim Checkpoint. Sehr schön, bisher läuft das Level ziemlich genau nach Plan. Ah, die Passage allerdings jetzt. Ich denke, man sieht, was hier abgeht.
Oh Gott, das ignoriert den Block einfach komplett. Ah, dass der hier mit drauf ist, ist mir nicht sympathisch. So, es ist relativ durcheinander, was hier alles abgeht. Lieber warten, bevor hier alles in die Luft geht. Oh Gott, Klaus. Lieber Zeit lassen, die neigen sich sehr weit in Lava. Ich meine, dass Mario da eine Sekunde, nachdem wir in der Lava waren, draufstehen kann, ist eh ein Joke, aber... Na, scheiße. Unnötiger Hit. Gibt's da einen unsichtbaren Block oder schafft man das einfach so? Oh Gott! Man muss da am ehesten einen Walljump an dem Teil da machen. Wofür ich aber einfach zu unfähig bin anscheinend. Wow, man schafft das mit einem stinknormalen Sprung. What the fuck? Wie hab ich bei der Starcoin jetzt so lange gebraucht? Naja, wir sind am Ende. Den Kampf habe ich als einen der ekelhafteren. Allgemein habe ich Morten so als einen der nervigsten Koopalinge im Kopf. Oh, das war der. Der ist ja noch ekelhafter, als ich dachte. Ich hatte irgendwie was anderes im Kopf. Könnte sein, dass ich an Morten... Nee, wie war Morten im Nachfolger? Ach, da hat er den Kopf. Ja, aber ihr seht, was abgeht. Der Typ macht seine Moves und danach so eine Scheiße. So, sein Panzer ist nicht mehr ganz so schnell, habe ich das Gefühl. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock, mit dir irgendwelche Spielchen zu machen. Deswegen machen wir das Ganze ganz schnell und gewinnen. Ja. Damit haben wir Welt 6 abgeschlossen, das Ganze noch prima in den Part gepackt. Und wäre ja auch zu schön, wenn einmal eine Sache so nach Plan laufen würde, wie sie sollte, meint ihr nicht? Ja, in Welt 4 hatten wir es schon mal, es fehlt noch ein Luftschiff-Level für Welt 6. Aber der Bosskampf, den habe ich als sehr cool in Erinnerung, der hier war. Also, das machen wir jetzt aber noch, die Folge. Wir schließen die Welt schon ab. Warum ist eigentlich der Größenunterschied auf der Weltkarte so anders als in den Leveln da drin? Und allgemein, Bowser Jr. ist in dem Spiel allgemein ziemlich groß, habe ich das Gefühl. Naja, das Welt 6 Luftschiff-Level, nachdem wir in Welt 4 schon mal eins hatten. Oh nein, das hier ist aber viel, viel ekelhafter. Nur der Bosskampf ist cooler. Ihr seht schon, Scrolling-Level mit sich so drehendem Zeug, projektilschmeißende Gegner. Das ist eine wunderschöne Kombination. Dieses Level kann nur Kunst sein. Alles andere ist rein logisch gesehen nicht möglich. Machen wir ihn ganz schnell weg, ich habe keinen Bock auf euch alle. So, das ist jetzt keine allzu schwere Starcoin, behaupte ich mal ganz optimistisch. Die sind halt auch überall, diese Scheißteile. Seht ihr, wie die spammen? Und das kommt von einem K-Rool-Spieler. Ich glaube, ich bring den Joke zu oft. Ich muss hier rein, ja. Ich habe kurz überlegt, ist das jetzt der Weg weiter? Aber nee, sehr sicher nicht. Hier dürfte es nur eine Starcoin geben. Nachdem wir so einen ekelhaften Parcours abgeschlossen haben. Und ja, da ist das Ding. So ganz kleine drehende Räder, Alter, das ist ekelhaft. Wer denkt sich sowas aus?
Allgemein, ich weiß halt echt nicht, wie ich Welt 6 einschätzen soll. Sie hat ein paar der coolsten Level im Game und ein paar der schlimmsten in meinen Augen. So. Ich weiß nicht, ob... Ja, okay, doch, das ist sehr, sehr machbar. Dich frieren wir ein, einfach weil wir es können. Und... Ja, okay, keine Challenge bei den Starcoins. Allgemein, ich hatte das Level ein bisschen schwieriger im Kopf, muss ich sagen. Aber das ist wirklich ziemlich geschenkt gerade. So, jetzt nicht hoffen, dass wir noch was raufbeschwört haben und diese Stelle ganz eklig wird. Hier können wir einfach auf dem Block chillen, dann passiert nichts. So, jetzt weiter. Die Dinger einfrieren, tötet sie halt schlicht und ergreifend. Ich habe den anderen Gegner eingefroren. Bei mir läuft nicht, bei mir rennt, Bruder. So, hier ist aber das Levelende. Wir haben alle Starcoins. Zeit fürs Junior Battle. Und man sieht vielleicht schon, was hier so ungefähr abgeht. Wir spielen Autoscooter ungefähr. Und müssen den Fettsack da in die Wände reindönern. Und halt logischerweise aufpassen, dass wir nicht selber reingedönert werden. Ist ein sehr cooles Battle, meiner Meinung nach. Ah, close one. Jawohl, zweiter Hit. Ich mag den Kampf, der ist sehr kreativ. Nicht schwer, aber kreativ. Oh, der macht gerade Treasure, der Junge. Aber man sieht, dass er so ein bisschen schwitzt. Und damit war's das. Verpiss dich. Nicht schwer, aber wie gesagt, ein cooler Kampf. Ja, ich mein, tot ist er natürlich nicht, weil... Das ist eindeutig, eine Art Koopa, nicht Toad. Gut. Nach dem Joke wären die Zuschauer sowieso alle raus. Deswegen ist es auch gut, dass die Folge an dieser Stelle endet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Und vielleicht gefällt euch diese nächste Welt dann ja weniger. Die Wolkenwelt. Hat auch ein paar ekelhafte Level, aber ich muss sagen, ich persönlich mag sie eigentlich im Großen und Ganzen. Also, wir betrachten sie dann nächstes Mal gemeinsam. Bis dann und ciao.